So, nach ein paar Tagen Pausen wegen zu viel Humankind spielen und so weiter und so fort, sind wir heute mal wieder in Rimworld drin und werden uns um unsere Maulwurfkolonie kümmern. Der Hype war ganz gut. Letztes Mal war der große Brand, wo die halbe Kolonie abgefackelt ist. Gott sei Dank habe ich das alles schon repariert, weil sonst wäre ich heute so ein bisschen angepisst direkt mit der ersten Folge. Aber ich brauche bestimmt wieder so ein paar Minuten erstmal, um wieder reinzukommen und zu wissen, welcher Typ denn überhaupt jetzt wieder für was zuständig ist bei mir gerade. Was ist denn verstellt? Ah, jetzt funktioniert's. Dürfte ich fragen, ob du Patreon als Let's Player weitermachst oder hast da nichts geplant? Also, ich habe nochmal so ein bisschen privat gespielt. Man könnte das Let's Play technisch doch noch machen. Aber man gebe mir doch bitte ein paar Tage Zeit, um das richtig zu entscheiden. Das Hauptproblem ist eigentlich, es kommen jetzt noch ein paar Sachen. Es kommt Alien Fireteam, weil ich gerne spielen will. Es kommt King's Bounty 2. Habe ich ein Bett frei für eine Zelle? Ja. Okay, das wären erstmal zwei Sachen, die jetzt kommen werden. Die nächste Zeit. Ach ja, und es kommt das Troy DLC. Was ich ja auch spielen werde. Ab 21. darf ich das zeigen. Na, der Einstieg. Ich habe ihn eigentlich verkackt. Medizin und Pflanzen. Ja, versuch die mal zu bekehren. Hallo Lazarus. Also in meinem Privatspiel bin ich weitergekommen. Und da habe ich auch am Anfang nicht so viele Probleme. Aber es ist halt wirklich bei Patron so, dass du, wenn du, sag ich mal, über diesen Anfang, über die Anfangsgeschichte rüberkommst, irgendwann zum Punkt kommst, na, ich würde nicht sagen, dass sich das wiederholt, aber es ist halt nicht mehr dann so schlimm oder so schwer, wie es einem am Anfang vorkommt. Du brauchst halt einfach nur die Arbeitskräfte und eine richtige Verteilung und halt auch das Material, um die Sachen zu upgraden. Was halt in dem Spiel das Einzige ist, was der riesige Unterschied ist zu Banished, meines Erachtens. Weil die Sozialleistungen oder beziehungsweise die Diskrete, die du noch in Patron machen kannst, in Patron oder wie auch immer man es nennen will, die geben einfach am Ende nochmal so ein kleines Benefit obendrauf. Haben wir irgendein Wildtier, was sich lohnen würde? Weil Deathbite ist ja inspiriert und kann alles tame. Hallo Lego. Hab kein Fleisch mehr. Hatte ich noch auf dem Feld irgendwas, was mich angreifen kann? Nein. Tja, gibt nichts zu tun. Außer forschen natürlich.
5, 6, 7 Stunden lasse ich euch schlafen, okay. Ich lasse die alle mal mittags schlafen. Die Leute sagen ja immer, mein Gott, du hast Marvus-Menschen, die mögen kein Licht, lass sie doch nachts arbeiten. Ist eigentlich richtig. Bäume werden stark vermisst. Es gab übrigens ein kleines Update, wodurch man jetzt Bäume umpflanzen kann. Damit man die Ideologie von diesen Baumfreunden besser spielen kann. Weil das ist halt eine Sache gewesen vorher, wo du ständig ja Probleme hattest, weil wo willst du, du kannst dich ja nur eingraben als Baumfreund, weil überall ja Bäume sind auf den Karten. Wie willst du die Lage retten? Bauteile. Wie fit bist du denn im Handwerk gewesen? 10. Ich möchte gerne noch mehr Automatikwaffen haben. Aber bring erstmal die Beute zurück. Tag, Bekul. Die Maulwurfmenschen mögen auch Insekten, das ist korrekt. Die fühlen sich besser, wenn die Insekten... Also das perfekte, leckere Mahl ist halt aus Insekten und Pilze. Aber Insektenfleisch verwende ich zurzeit nur für das Tierfutter, weil ich das einfach gewohnt bin, das für Tierfutter nur zu verwenden. Mal eben die Schweine. Oh, schon wieder ein Junges. Euer Stall ist nicht groß genug. Nicht so viel Sex. Sonst muss ich mich ein paar schlachten. Ich habe die eigentlich genommen wegen Transporttiere.
Doch schön, wenn sie sich so fix vermehren. Gibt auch Fleisch. Es kann ja auch. Also, ich fand Tierhaltung immer früher sehr nutzlos. In dem Gehege maximal dreimal Jack. Okay, ist ja auch ein bisschen groß geworden. Na, beziehungsweise am Anfang waren es auch nur drei Jacks. Aber es bedeutet nur, die könnten sich nur auf Basis von dem, ich glaube, von dem Futter, was letztendlich hier wächst, also Gras auf dem Boden etc. pflanzen. Ich glaube, dafür ist das gedacht. Oder werdet ihr jetzt unglücklich, weil ihr keinen Platz habt? Sieht eigentlich nicht so aus. Herz für Emus, mich um zwei Emus kümmern? Nö. Du hast erfahren, dass eine Reliquie von der Ideologie finsterer Spiritualismus in der Nähe ist. Tiefbehälter ist ein uralter Gegenstand, der von allen Anhängern dieser Ideologie verehrt wird. Wenn du es schaffen sollst, die Reliquie zu bergen, könntest du einen großen Reliquienschrein bauen, der die Anhänger glücklich macht, reiche Pilger anlockt und mehr Menschen für die Ideologie finsterer Spiritualismus begeistert. Ich denke mal, das ist das theoretische Finale für Ideologie. Wo du am Ende des Tages dann irgendwann wie soll man sagen? Ach, nicht so wichtig. Das Spiel dann abschließen kann. So, Jira, du bist eigentlich der zweite Jäger. Was hast du eigentlich? Eine schwere MP. Hallo Lemming. Kalksteinboden. Mit Transportkapseln angekommen und greifen sofort an.
dann kommt mal, ihr müsst eh durch den Gang. Na toll, wo wirst du denn jetzt getroffen? Schuss in die Leber. Wo ist Serena? Serena muss ich mir verarzten. Stopp, stopp, stopp. Ah, desperate, geh mal weg. Gut, Stinkemuff hat den Schuss abgefangen mit seinem Oberkörper. So, der Imperator ist auch wieder relativ fit, beziehungsweise er wurde ja versorgt. Das ist eigentlich ganz cool mit der Behandlung auf dem Feld. Das funktioniert irgendwie besser als früher. Ja, holt die Sandsteinblöcke, wenn ihr Zeit habt. Brauch Materialien. Imperator war heute beim Friseur. Sieht man wahrscheinlich zu schlecht. Deshalb seid ihr alle entschuldigt. Dass keiner gesagt hat, oh Imperator, warst du heute beim Friseur? Hast du dir die Haare geschnitten? Sieht toll aus. Spalter. Zwei Hemden, eine Hose müssen hergestellt werden. Wir wollten dich nicht in Verlegenheit bringen. Ach, ihr. Ich muss sagen, ich habe schon, wie immer, relativ viel Sitz halt so im Dunkeln. Ah, es ist die Ausleuchtung, es tut mir sehr leid. Es wird sich die Tage auch wieder ändern. Wahrscheinlich heute Abend wird sich das schon ändern. Heute Abend spielen wir übrigens GTFO wieder im Multiplayer und werden uns an Ebene A2 versuchen.
bin mal sehr gespannt, weil die kennt halt keiner. Eins hatten wir ja vorher ein bisschen reingeguckt. Ihr wollt 62 Kräutermedizin von uns. Oder es liegt daran, dass du immer so toll aussiehst. Ich finde, ich bin eine fette 7, Junge. So, Langstreckensensoren fertig. Fette 10. Nein, ich will ja nicht übertreiben. Vielleicht bin ich eine fette 10, wenn ich jetzt wirklich das 10-Wochen-Programm von diesem Trainingsplan durchziehe. Ich wäre jetzt bei Tag 5. Und ich habe heute nicht so einen Muskelkater wie nach Tag 1. Ich merke aber, dass ich einiges getan habe, wieder auf Arme. Aber wahrscheinlich esse ich für das Programm zu wenig. Das ist das Problem. Ich habe noch nie 24 Stunden Streams gemacht. Damit hast du dich dismissed, dass du mich nicht kennst. Der Trainingsplan ist aus Trainieren ohne Geräte. Buch. Da ist ein 10-Wochen-Plan für Einsteiger drin, der dich erstmal fickt 4 Tage. Dann machst du den nochmal in der 2. Woche. Und dann kommt, ich glaube, Powerblock nennt sich das, 3. bis 5. Woche. Wo du dann auch 5 Tage anstatt 4 Tage trainierst. Aber es ist immer so angelegt, dass du eigentlich ca. 30 Minuten trainieren tust. Aber halt relativ... Also wenn man sich wirklich dann 100% dran hält, so wie das Buch das erklärt... Ganz schön viel. Also ganz schön intensiv. Weil man hasst trotzdem Übungen. Besonders ist keine der Übungen, die für Beine sind oder so, in irgendeiner Form interessant für mich. Da denke ich immer, boah, what the fuck, ey. Ekelerregend. Ist die ausgebrochen oder schläft die einfach nur so da? Also angeblich ist die immer noch gefangen. Hat sie halt nur draußen hingelegt. Humankind soll man angeblich heute ab 18 Uhr spielen können. Das sollte, glaube ich, die offizielle Release-Zeit sein. Hallo Just Rule. Gleich, wenn wir deinen Link kaufen, du willst auch das Trainieren und also ohne Gerätebuch nutzen?
Ich frag für einen Freund. Ich weiß nicht, ob es inzwischen Besseres gibt. Das Buch ist ja schon relativ alt. Ich habe es ja nur hier zu Hause, weil mein früherer Azubi davon so sehr gesorgt, also beziehungsweise geschwärmt hat immer. Weil es werden halt, ich glaube, 140 Übungen im Buch erklärt. Und es ist halt eigentlich darauf ausgelegt, Gewichtsreduktion durch Muskelzunahme zu erzeugen. Und natürlich ein bisschen auf Kalorien achten. Muss man halt immer mal schauen. Also es soll die Muskulatur anregen zu wachsen und dadurch kriegst du deinen Stoffwechsel hoch. Mit Muskelzunahme wirst du schwerer, aber du verbrauchst auch letztendlich mehr Kalorien. Die greifen die Bettler an. Oh mein Gott! Die werden einfach niedergemäht. Hallo Serena. Jetzt kommt noch eine Besuchergruppe. Oh mein Gott, das greifen auch noch die Reisenden an. Die Welt wird nicht besser. So viel dazu. Mal gucken wir hier, was hier so rumliegt. Konstruktion, Kochen, Sozial. Handwerk mit großem Interesse dran. Da kann was draus werden. Ich brauche Handwerker, auch wenn der bei allem anderen scheiße ist. Ich würde darauf tippen, dass keiner von euch schwer verwundet ist. Das wilde Tier lasse ich mal frei. Oh nein, ich habe nicht behandeln gemacht, sondern ich habe töten gemacht, ne?
Nee, ich hab doch Pflegen gedrückt. Da ist nichts mit Töten. Ich glaube, er ist gestorben bei der Behandlung. Was ist mit dem Lichtproof? Das, ich bin einfach in der Hölle. Hier ist nicht so viel Licht mehr. Nein, ich habe... Das Setup hier ist gerade nicht 100% richtig. Das wird sich heute Abend ändern, sobald meine anderen Stative da sind. Und ich gehe halt im Moment, also ich habe heute entschieden, über das Handy die Kameradaten zu verwenden und nicht über die Webcam. Aber ich habe es nicht 100% eingestellt, weil... Kommt noch. Ein weiterer Konstrukteur war auch nicht so schlecht. Ach so, weil die Tür auf Offenhalten steht. Hihi. Rennen die Leute da immer raus. Mein Fehler. Ich glaube, Humankind ist gerade auf Steam freigeschaltet worden. Oh, das ist 2 Stunden früher als gedacht. Was hast du denn für kaputte Kleidung an? Hose. Alle sollen Bettruhe machen, außer Serena. Serena muss halt arbeiten. Die ist der Doktor. Du kommst nicht ins Bett. Arbeite gefälligst. Leg ein Kräutermedizin hier rein, das kann ruhig verrotten über Zeit. So dass die nicht immer ins Lager laufen muss dafür. Sondern direkt von da aus. Loslegen kann. Die Fallen werden übrigens alle nicht gebaut, weil wir kein Holz haben. So, Seppi kommt jetzt auf Stufe 15 bei Forschung. Hä? Hört auf, mit dem zu interagieren. Der ist vor allem gar nicht gefangen bei uns.
extrem unterernährt. Und jetzt kann ich ja nicht füttern. Naja, ich kann schon. Kein Holz. Kann ich ihn wenigstens füttern. Habe ich mein Fest verpasst? Verdammt. Ah ne, doch nicht. Da, Feier des Spiritualismus. Mit 6 Lautsprechern haben wir das Maximum, auch bei Lautsprechern, die zur Feier hinzu, also beziehungsweise die Qualität der Feier verbessern können. Deutsche Sprache, ja, ich weiß. Alles schrecklich hier. Ich finde, so eine Hochzeit sollte zuerst einen positiven Effekt haben auf die Person und dann später einen negativen, nach einer gewissen Zeit. Dann müssen sie sich wieder fangen, zusammenraufen und danach kriegt sie wieder einen positiven Effekt. Und dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf.
Ach stimmt, das Trockenfutter-Ding. Meine Jagdkolonie ist ja auch ganz schön am Wachsen. Wie viel Fleisch gibt es in erwachsener Jack? 294. Autoschlachtung, das hast du gar nicht bemerkt. Autoschlachtung verwalten. Ah, witzig. Ein männlicher Erwachsener maximal. Kann sogar sagen, dass trächtige Tiere geschlachtet werden. Ja, das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ich habe es auch nicht drauf geachtet, weil man ja solche Sachen gerne übersieht. Aber es ist eigentlich ein cooles Tool. Kolonisten schlachten zuerst die nicht trächtigen Tiere von alt bis jung, dann trächtige Tiere von der neuesten bis zur ältesten Schwangerschaft. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass Tiere sich mehr, also besser vermehren als früher. Auch ein bisschen durchdachter und dass sie nicht mehr so viel Futter fressen. Du konntest ja damals mit irgendwelchen Farmen von irgendwelchen Tieren, hat dich ja arm gemacht. So viel Futter konntest du manchmal gar nicht produzieren. Sagen wir mal, ein männlicher Erwachsener und vier weibliche Erwachsene. Da kommt der Schlachter. Serena, nicht! Das war dein Lieblingsjack. Aber es schmeckt so gut. Ich glaube, Jack schmeckt nicht gut. So, alle Boxen stehen, dann lass uns doch mal eben feiern. 97% Qualität. Jede Zelle in meinem Körper, die ist glücklich. So stelle ich mir eine wahre Sekte vor.